Suicide Attack zur Kritik der politischen Gewalt, der Titel dieses Vortrags. Das ist auch der Titel eines Buchs, das sich auf dem erwähnten Büchertisch findet. Ich habe dieses Buch vor etwa 13 Jahren zu schreiben begonnen. Ist doch ein ziemlicher Wälzer geworden damals. Und das war, nachdem eine erste große Welle von Selbstmordattentaten Israel erschüttert und dann 9/11 vorgeführt hatte, dass es sich hier bei diesem Selbstmordattentat, bei diesem Suicide Attack eben nicht allein um eine neue Waffe im Nahostkonflikt handelt. Bereits der Ausdruck neue Waffe, der damals dafür verwendet wurde und auch noch heute vielfach, bereits der Ausdruck neue Waffe war eine journalistische Verharmlosung dessen, womit man es hier zu tun bekam. Ebenso wie der andere Ausdruck, der sich damals rasch einbürgerte, es sei eine Verzweiflungstat. Stattdessen ging es mir darum zu zeigen, dass es sich schon deshalb nicht um eine bloße Waffe handeln kann, weil dieses Mittel den politischen Zweck vollständig in sich enthält, den Sinn der ganzen politischen Bewegung, die dahinter steht, nämlich Vernichtung um der Vernichtung willen. Und aus eben diesem Grund ist es perfid, das Selbstmordattentat als Verzweiflungstat zu bezeichnen und indirekt damit moralisch zu rechtfertigen. Nicht zufällig aber wurde das Selbstmordattentat zunächst vor allem im direkten Kampf gegen Israel praktiziert, ehe es dann von verschiedensten islamistischen Gruppen in wachsender Zahl an diversen Schauplätzen des Dschihad oder um eine andere islamische Terminologie zu benutzen, an verschiedenen Schauplätzen im Haus des Krieges Verwendung fand. In den USA eben am 11. September, dann in Afghanistan, in Tschetschenien, im Irak, in Syrien und so weiter. Als ich mein Buch schrieb, fand ich es aber ebenso unzureichend, diese Form der politischen Gewalt einfach umstandslos aus der Religion des Islam abzuleiten, wenngleich hier durchaus bestimmte Voraussetzungen zu finden sind. Worum es mir ging, war es zu zeigen, dass hier im Grunde bewusst oder unbewusst an bestimmte Traditionen der deutschen Ideologie und des Nationalsozialismus angeknüpft wurde. Und dabei stützte ich mich auf die Einsichten der kritischen Theorie, etwa auf eine Bemerkung Adornos aus den Minima Moralia. Das ist eine Schrift, die er im Exil verfasst hat, im amerikanischen Exil und dann nach 1945 publiziert hat. Da heißt es etwa in diesen Minima Moralia, in einem dieser Lesestücke: Am Anfang des deutschen Imperialismus steht die Wagnersche Götterdämmerung, die begeisterte Prophetie des eigenen Untergangs, deren Komposition gleichzeitig mit dem siegreichen 70er Krieg in Angriff genommen wurde. 70er Krieg, der Krieg gegen Frankreich im 19. Jahrhundert. Im selben Geiste hat man 2 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg dem deutschen Volk den Untergang seines Zeppelins gefilmt vorgeführt. Ruhig, unbeirrt zieht das Schiff seine Bahn, um plötzlich senkrecht herabzustürzen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Bleibt kein Ausweg, so wird dem Vernichtungsdrang vollends gleichgültig, worin er nie ganz fest unterschied, ob er gegen andere sich richtet oder gegen das eigene Subjekt. Was nun neu ist, aber an der Verzweiflung des Dschihad, wenn man das so ausdrückt, doch so ausdrücken möchte, das scheint die Privatisierung des Staatsterrors. Das wollte ich ursprünglich in meinem Buch zeigen, deutlich machen, dass der Unterschied wesentlich in einem anderen Verhältnis zur Souveränität, zum Gewaltmonopol liegt. Also einerseits hat man dieselbe Opferideologie, wie sie Adorno auch zum Ausdruck bringt, in diesem Aphorismus kann man das ja fast nennen.
dass es eben ab einem bestimmten Zeitpunkt gleichgültig wird, ob sich dieser Vernichtungsdrang gegen andere richtet oder gegen das eigene Subjekt. Dieser Opferwahn, nicht, der immer auch die eigene Existenz, das eigene Leben mit aufs Spiel setzt, aber nicht einfach so, als dass man das Leben riskiert, sondern dass man dieses Opfer bereits verinnerlicht hat als Sinn, der der Tat selber zukommt. Einerseits diese Gemeinsamkeit in der Opferideologie, in der Märtyrerhaltung, andererseits aber ein Unterschied zwischen dem nationalsozialistischen Vernichtungsdrang und dem dschihadistischen, der in einem anderen Verhältnis zur Souveränität, zum Gewaltmonopol liegt. Während die Nationalsozialisten ihren Vernichtungsdrang noch mit Hilfe des staatlichen Gewaltmonopols umsetzten, handelt es sich bei Subjekt und Praxis der Dschihadisten nicht mehr um einen Souverän, um einen Staat, Leviathan, um Hobbes, um mit Hobbes zu sprechen, sondern um Rackets, um einzelne Banden wie Hamas, Al-Qaida, iranische Revolutionsgarden und so weiter, also Leviathan, um abermals Hobbes zu zitieren, also Behemoth, um abermals Hobbes zu zitieren. Also auf der einen Seite unterscheidet, also Hobbes unterscheidet ja auf der einen Seite zwischen Leviathan, das ist sozusagen der Staat als einheitliche Zwangsgewalt, dem sich die Bürger unterwerfen, indem sie den Vertrag miteinander abschließen zum Schutz ihres Lebens. Und auf der anderen Seite spricht Hobbes von Behemoth, das ist der permanente Banden- und Bürgerkrieg, in den der Staat zerfällt. Das war sozusagen mein Ausgangspunkt damals, um die Besonderheit des Dschihad zu beschreiben. Doch auch hier wurde ich durch kritische Theorie eines Besseren belehrt. Auch hier legte Adorno die Spur, und das war die Spur, die zu der Studie von Franz Neumann führte, die eben nicht zufällig den Titel Behemoth trägt, also Hobbes zitiert, um die Eigenart des Nationalsozialismus auf den Begriff zu bringen. Das ist, hat Neumann Ende der 30er Jahre begonnen, dieses Buch ist dann Anfang der 40er Jahre in Amerika erschienen, Behemoth. In Adornos Würdigung dieser Analyse von Franz Neumann sagt er, Neumann habe dargetan, dass der nationalsozialistische Staat, der sich als total einheitlich propagierte, in Wahrheit pluralistisch war. Die politische Willensbildung, so weiter Adorno, stellte sich her durch die planlose Konkurrenz mächtigster sozialer Cliquen. Als erster vielleicht hat Neumann gewahrt, dass das Schlagwort Integration seit Pareto eines der Zentralstücke faschistischer Ideologie Deckbild seines Gegenteils ist, eines Zerfalls der Gesellschaft in divergierende Gruppen, die äußerlich und abstrakt von der Diktatur unter einen Hut gebracht werden, ohne dass sie im Leben der Gesellschaft sich spontan auszugleichen vermöchten und die den verhimmelten Staat zu sprengen drohen. Neumann, so weiter Adorno, ist die Einsicht zu danken, dass was sich rühmte, der Destruktion ein Ende zu bereiten und aufzubauen, seinerseits in eminentem Maß destruktiv zerstörerisch ist, nicht nur gegenüber allem Humanen und nicht erst in der außenpolitischen Konsequenz, sondern rein immanent in sich selbst, dass unterm Faschismus eben das zerfällt, was zu retten hervorgibt. Der angebliche Monolith autoritärer Regierungsformen decke nur notdürftig einen Antagonismus der Kräfte zu, die Gesellschaft unfähig in freier Bewegung länger sich zu reproduzieren, bricht auseinander in diffuse barbarische Vielheit, das Gegenteil jener versöhnten Vielfalt, die allein ein menschenwürdiger Zustand wäre. So Adorno in seiner posthumen Würdigung von Franz Neumann und seiner Studie Behemoth. Aus den 60er Jahren stammt diese Würdigung. Nun, Franz Neumann war ursprünglich von einer Polemik gegen den Begriff des Staatskapitalismus ausgegangen.
Dieser Begriff Staatskapitalismus wurde in der kritischen Theorie, also im Zusammenhang mit dem Institut für Sozialforschung, geprägt, vor allem von Pollock, aber er wurde auch von Horkheimer und auch von Adorno verwendet, um die herrschenden Formen zu charakterisieren, in der die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren bewältigt werde. Staatskapitalismus meinte also eben jene total einheitliche, alles integrierende Form, meinte sozusagen, dass staatliche Planung an die Stelle der freien Konkurrenz tritt, der freien Konkurrenz des Liberalismus. Er meinte also diese vielen verschiedenen Formen des Staatsinterventionismus, auf der einen Seite New Deal in Amerika, Keynesianismus, auf der anderen Seite die Rüstungskonjunktur in nationalsozialistischen Deutschland, die Eingriffe in den Arbeitsmarkt, die ja sehr massiv waren, nicht, was die Lohnpolitik betreibt, die Einführung des Arbeitsdienstes und all diese Dinge. Letztlich sozusagen zielt der Staatskapitalismusbegriff darauf, dass der Kapitalismus sich grundsätzlich wandelt, indem eben die staatliche Planung durchgesetzt werden kann gegenüber dem Markt, auch gegenüber den Klassenverhältnissen in gewisser Weise, und dass die Sphäre der Zirkulation, um Marx zu zitieren, geradezu abgeschafft wird längerfristig. Nun, Neumann wollte zunächst eigentlich das Gegenteil beweisen. Er wollte beweisen, dass dieser Primat des Politischen, der Primat der Politik, also der Primat der staatlichen Planung gegenüber dem Markt, gegenüber den Klassenverhältnissen, nicht durchsetzbar sei. Er bestritt also diesen Primat der Politik, den die Rede vom Staatskapitalismus behauptete. Indem Neumann aber beweisen wollte, dass der Staat auch in der Krise in Deutschland durchaus keine Möglichkeiten habe, Klassenherrschaft und Marktmechanismus durch Planung einfach aufzuheben, kam er allmählich selber zu ganz anderen Ergebnissen, als sie dieser Beweis eigentlich erfordert hätte. Dass der Primat der Politik keineswegs durchgesetzt sei, versuchte er dabei durchaus auch mittels empirischer Untersuchungen über die deutsche Wirtschaft zu belegen und bezweifelte jedenfalls grundsätzlich die Stabilität des nationalsozialistischen Systems, davon überzeugt, dass eben die kapitalistischen Widersprüche sich in Deutschland auf einer höheren Ebene auswirken müssten. Und höhere Ebene meint also nichts anderes als die internationalen Beziehungen, die Beziehungen zwischen den Staaten, dass sie also den Krieg unvermeidlich machten, den Angriffskrieg, den Deutschland ja schließlich auch geführt hat. Der Begriff des Staatskapitalismus, wie er da Anfang der 30er Jahre geprägt wurde, der beschreibt sozusagen eher die Möglichkeiten, dass der Staat, indem er die Planung an die Stelle der Marktkonkurrenz setzt, dass es dem Staat sozusagen gelingt, für sich die Krise zu bewältigen, in seinem Inneren zu bewältigen, ohne dass das unbedingt Auswirkungen hätte auf die Außenpolitik dieses Staates. Das heißt, die Abkoppelung der einzelnen Nationalökonomien, der einzelnen Staaten nach der Weltwirtschaftskrise, die ja ein Faktum ist, nicht? Die Abkoppelung, sozusagen der Rückgang der internationalen Handelsbeziehungen in dieser Zeit, das wäre durchaus sozusagen ein gangbarer Weg, um die Krise zu bewältigen. So könnte man den Begriff des Staatskapitalismus, so wie er jedenfalls von Pollock ursprünglich formuliert wurde, verstehen. Das heißt, der Krieg ist hier nicht unvermeidlich. Neumann sozusagen versucht, das Gegenteil zu beweisen, aber, und greift darin durchaus auf klassisch-marxistische Argumentationen zurück, aber er ging über diese klassisch-marxistische Darstellung auch hinaus und nahm contre-coeur, müsste man sagen, die Erkenntnis auf, die der Begriff vom Staatskapitalismus doch enthielt, soweit dieser Begriff nämlich die Beseitigung gesellschaftlicher Vermittlungsformen als Kennzeichen der Krisenpolitik festhielt. Und mit diesen Vermittlungsformen ist natürlich vor allem das Recht gemeint, der Rechtsstaat.
Dass also die Konkurrenz tatsächlich im Nationalsozialismus abgeschafft wurde, aber hier wäre zu präzisieren, die Konkurrenz in ihrer bisherigen Form, also in der Form des Rechts, in der Form des Rechtsstaats. 9mann hingegen ging auch hier noch einen Schritt weiter. Er konzertierte nicht nur, dass das Recht abgeschafft wird im Nationalsozialismus, der Rechtsstaat, das war ja sozusagen auch die Kritik, die von bürgerlicher, aufgeklärter bürgerlicher Seite am Nationalsozialismus geübt wurde, dass hier kein Rechtsstaat mehr vorhanden sei, sondern ein Unrechtsstaat. Aber 9mann ging hier noch einen Schritt weiter und sagte, nicht nur das Recht wird abgeschafft, sondern auch die einheitliche Zwangsgewalt, die hinter dem Recht steht, um überhaupt die Durchsetzung des Rechts garantieren zu können. Letztlich sei es fraglich, so 9mann, ob in Deutschland überhaupt eine formal oder funktionell einheitliche souveräne politische Gewalt noch bestehe, die allein solche Vermittlungsformen, wie sie der liberale Rechtsstaat kenne, garantieren könne. Nationalsozialismus wäre demnach nicht nur als Abschaffung des Rechtsstaats zu begreifen, sondern als ein Prozess, in dem seine Bedingung, die einheitliche souveräne Gewalt, sich auflöst. Und 9mann sprach hier von äußerster Formlosigkeit, zu der dieser Staat treibe, der im Resultat als Staat gar nicht mehr bezeichnet werden könne, viel eher handle es sich um Gangs, um Banden, deren Anführer ständig gezwungen seien, sich nach Streitigkeiten wieder zu vertragen. Hier könnte man auch statt Gangs den Begriff Racket verwenden, wie ihn damals übrigens Max Horkheimer formuliert hat. Auch der Begriff Racket zielt ja auf das Gangstermilieu, auf bestimmte Praktiken zwischen Gangsterbanden, soweit sie die wirtschaftliche Sphäre betreffen, Racketeering. Racket meint also auch eine Form der Bandenbildung. Und was ist hier gemeint, wenn sozusagen Racket oder Gangs, wenn diese Begriffe auf das Politische angewandt werden, das ist ja sozusagen der Impetus der kritischen Theorie, solche Begriffe aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Sphäre ins Politische zu wenden. Gemeint sind natürlich konkret, was den Nationalsozialismus betrifft, Organisationen wie SS und SA und andere Gruppierungen, andere Machtzentren des Nationalsozialismus. Wobei nun eben das Charakteristische an dieser neuen Form von Staat oder Non-State, wie 9mann dann sogar sagt, wäre, dass sich diese Gangs, diese Gruppen, diese Machtzentren neben dem Staat etablieren. Nicht? So wie sich die ganze NSDAP, die Partei der Nazis, mit all ihren verschiedenen Gruppierungen, die auch untereinander rivalisierten, man denke nur an die Auseinandersetzungen zwischen SS und SA, nicht, die da 1934 sich zuspitzte. All diese Gruppierungen der Partei, der NSDAP, waren ja neben dem Staat angesiedelt und integrierten sich nicht in den Staat, wie etwa die faschistische Partei im faschistischen Italien. Das war die Besonderheit des Nationalsozialismus. Es gab sozusagen neben dem Staat, unabhängig von ihr und in ungeregelten Beziehungen, unabhängig von ihm und in ungeregelten Beziehungen zu ihm, die Parteiinstanzen. Und das wurde nicht aufgelöst, diese Doppelstruktur. Und 9mann konnte sich da auch schon auf eine Studie stützen, seines Kollegen, den er auch schon aus der Weimarer Republik kannte, nämlich Ernst Fraenkel. Der hatte die erste grundlegende Studie über den Nationalsozialismus geschrieben und hat ihr den Titel gegeben, der Doppelstaat, the Double State, der Doppelstaat, weil es eben keine einheitliche oberste Instanz mehr gibt in Form des Souveräns, sondern Partei und Staat. Das ist diese Verdoppelung, die Ernst Fraenkel bereits... Ja, es gab, natürlich, aber... Als letzte Instanz. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber diese letzte Instanz sozusagen, die bestand darin, Staat und Partei immer gegeneinander auszuspielen, nicht? Das heißt, der Führer selbst war sozusagen dieser Struktur enthoben, weil er die Volksgemeinschaft verkörpert hat.
Aber die Struktur selber blieb eine doppelte, die wurde niemals aufgelöst. Und natürlich war es ein Führerstaat, das ist ja keine Frage. Und was der Führer in Wirklichkeit aber bedeutet, darauf komme ich noch zu sprechen, nicht? Was diese Position oberhalb des Doppelstaats betrifft, darauf komme ich noch zu sprechen. Das war nämlich nichts anderes wie der positive Ausdruck für den Vernichtungskrieg, nicht? Für die Vernichtung der Juden, für den Inhalt der Volksgemeinschaft. Der Nationalsozialismus besitzt also, so Neumann, keinen einheitlichen Zwangsapparat mehr. Er zerfällt in mehrere politische Gewalten, die umso brutaler zuschlagen, als ihre Beziehungen nicht institutionalisiert sind, sondern lediglich personal vollzogen werden. Nicht? Deshalb auch wichtig sozusagen die Person des Führers, die da darüber steht, aber zwischen diesen einzelnen rivalisierenden Rackets oder Gangs gibt es keine geregelten institutionalisierten Beziehungen, sondern die Führer der jeweiligen Banden, die müssen sich immer ad hoc arrangieren, damit überhaupt so etwas wie eine Zusammenarbeit zustande kommt. Können sie sich nicht arrangieren, wie im Falle von SS und SA, dann ist sozusagen auch die unmittelbare gewaltsame Aktion zwischen diesen Rackets möglich. Diese personale Einigung, die ad hoc herzustellen ist zwischen den Führern der Gangs, kann nicht mehr als Einheit im Sinne eines Staatswesens begriffen werden, egal ob Demokratie oder Diktatur. Der Nationalsozialismus, sagt darum Neumann, sei ein Unstaat, eine Anarchie und ein Chaos. So ergab also die Analyse von Neumann, dass es sich hier im Unterschied auch zum Faschismus in seiner ursprünglichen Form, zum italienischen Faschismus, um einen Non-State handle, eine totalitäre Anarchie gewissermaßen. Aber Neumann vermied es, die Frage der Einheit des Prozesses weiter zuzuspitzen. Außer dass er natürlich davon spricht, dass über diesen rivalisierenden Gruppen und Rackets über dieser Anarchie sozusagen der Führer als einziger Bezugspunkt, als einziger gemeinsamer Bezugspunkt bleibt, nicht? Aber Neumann spricht nicht aus, was eigentlich das heißt. Was wird positiv sozusagen vom Führer verkörpert als dieser allen gemeinsame Bezugspunkt? Er spitzt diese Frage, er bleibt sozusagen bei dieser Führerfigur stehen. Und das ist eben auch das Problem seiner Studie. Er spitzt die Frage nicht weiter zu, was an die Stelle des Souveräns tritt, was also Anarchie und Chaos im Unstaat von Anarchie und Chaos als solchen unterscheide. Er vermied es, vom Primat der Vernichtung zu sprechen. Und der Führer steht ja für nichts anderes als für den Primat der Vernichtung. Und deshalb beziehen sich alle Rackets in ihrer Rivalität auf den Führer, weil sie sich dadurch eben auch auf den Primat der Vernichtung beziehen können. Und dieser Primat, der einzieht tatsächlich in ihrem ganzen ungeregelten Beziehungsgefüge. Es sagt allerdings einiges darüber aus, wie weit Neumann die Analyse doch vorantreiben konnte, obwohl er hier Halt machte, wenn die erste und wichtigste Studie über die Vernichtung der europäischen Juden von einem seiner Schüler geschrieben wurde, und zwar von Raoul Hilberg. Das ist auch viel zu wenig bekannt, nicht? Insofern gehört sogar Raoul Hilberg noch zur kritischen Theorie. Er war ein Schüler von Franz Neumann. Und Raoul Hilberg übernahm auch explizit von seinem Lehrer, so beschreibt er das auch rückblickend in einem sehr lesenswerten Interview, das er Alfons Söllner gegeben hat. Raoul Hilberg übernahm von seinem Lehrer die Vorstellung vom Nationalsozialismus als Non-State. Non-State, worin, so Hilberg, die Herrschaftseliten nicht auf einer einheitlichen, rationalen Grundlage operierten, wie in einem normalen Staat. Zugleich spricht Hilberg aber, und hier kritisiert er dann seinen Lehrer, von einem Bias, was mit Neumanns Marxismus zusammenhänge. Bias, also einer gewissen Neigung, einer gewissen Befangenheit im marxistischen Denken. Und zwar, Neumann habe die Arisierung und die Liquidation des jüdischen Eigentums ganz korrekt als ein Mittel analysiert,
mit dem die Konzentrationstendenzen der deutschen Industrie noch gesteigert wurden. Aber er konnte dann, so Hilberg weiter, Neumann konnte dann der Tatsache doch nicht voll ins Auge schauen, dass das jüdische Volk als solches annihiliert wurde. Dass also der ganze Nationalsozialismus, alles, was er in Bewegung setzte, letztlich ausgerichtet war auf Vernichtung um der Vernichtung willen. Hilberg macht genau diesen Schritt. Und notwendig kehrte sich damit auch der Blickwinkel um, so wie er den Nationalsozialismus betrachtet. Er betrachtet nämlich alle Vorgänge von den, wie er das nennt, deutschen Vernichtungsanstrengungen aus, die Hilberg wiederum vorauszusetzen wusste und deduzierte aus diesen Vernichtungsanstrengungen selbst die Aufspaltung der Gesellschaft in sich jeweils verselbstständigende Gruppierungen als eine Notwendigkeit. Als dieser Prozess der Vernichtung fortschritt, so Hilberg, wurden seine Erfordernisse komplexer, bedurfte es zu seiner Abwicklung einer ständig wachsenden Zahl von Behörden, Parteiämtern, Wirtschaftsunternehmen und Militärstellen. Ohne dass diese aber auf einer einheitlichen, rationalen Grundlage operiert hätten, in ihrem Verhältnis zueinander. In sich natürlich schon, aber in ihrem Verhältnis zueinander nicht. Die Vernichtung der Juden, schreibt Hilberg weiter, war in diesem Sinn ein totaler Prozess. Die Maschinerie, die dazu nötig war, könne nicht grundlegend vom deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt unterschieden werden. Es ging einfach nicht mehr, dass sie unterschieden wurde vom Gesellschaftsgefüge, weil ja die Vermittlungsformen der bürgerlichen Gesellschaft aufgehoben waren. Es gab keine Trennung mehr zwischen Privat und Öffentlichkeit zum Beispiel, nicht zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Es gab auch keine rechtsstaatlichen Instanzen mehr. Deshalb sozusagen ergibt sich hier eine Unmittelbarkeit zwischen dem Gesellschaftsgefüge auf der einen Seite und dem Prozess der Vernichtung auf der anderen Seite. Ein nicht mehr zu trennendes Verhältnis zwischen beiden. Das kann man gar nicht mehr als Verhältnis bezeichnen, weil es fällt in eins zusammen. Die ganze Gesellschaft, wie gesagt, war ausgerichtet auf den Vernichtungskrieg. Die zeitgeschichtliche Forschung über den nationalsozialistischen Staat hat ja in den letzten Jahrzehnten Erkenntnisse Neumanns wie Hilbergs durchaus adaptiert, kann man feststellen. Aber gerade diesen Zusammenhang, der sich zwingend aus der Dynamik dieses Behemoth ergibt, diesen Zusammenhang ins positivistische Streitgespräch zwischen Intentionalisten und Funktionalisten aufgelöst. Also die einen leiten alles von einer Intention ab, die hier maßgeblich war, die anderen leiten alles von Funktionen der Apparate ab, die sich sozusagen verselbstständigt hätten gegenüber den Intentionen der Personen, und so ähnlich verläuft dann dieses Streitgespräch. Und in dieses Streitgespräch wurden, wie gesagt, durchaus Erkenntnisse von Neumanns und Hilbergs aufgenommen, zum Teil auch produktiv, also da gab es schon auch wichtige Untersuchungen, aber was fehlte, das war gewissermaßen der totale Prozess, von dem Hilberg spricht. Man stellt sich nicht mehr die Frage der Einheit des Prozesses, die Frage des Staats selber, mithin des Verhältnisses von Staat und Kapital bei diesem totalen Prozess, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, weder auf der Seite der Intentionalisten noch auf der der Funktionalisten. Und dagegen, denke ich, wäre auf die radikale Fragestellung jener alten Studien zurückzugreifen, die ausgesprochen oder unausgesprochen einen Begriff des Ganzen noch haben, eines Begriffs des Ganzen als des Unwahren, wie insbesondere eben an Adornos später Würdigung Franz Neumanns noch einmal deutlich werden sollte, aus der ich ja bereits zitiert habe. Dieses Wissen, das sich da entwickelt hat in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, geht der kritischen Theorie nicht mehr verloren. Es ist indirekt in Horkheimers und Adornos Einschätzung der Weltlage nach 1945 vorhanden.
wenn Horkheimer etwa da von einem faschistischen Block spricht, der die Staaten der alten Welt, die Staaten Europas und Deutschlands mit den sogenannten unterentwickelten Völkern zusammenfasst. Und sozusagen dieser faschistische Block steht ja quer zu den Fronten des Kalten Kriegs, die damals maßgeblich waren, vordergründig maßgeblich waren. Wenn Adorno den wiedererwachenden Nationalismus ohne Nation zur Sprache bringt, dann ist klar, dass die Gefahr von der diffusen barbarischen Vielheit droht, weiterhin droht, in die Gesellschaft zerfällt, in die sie auseinanderbricht, weil sie nicht mehr fähig ist, in freier Bewegung sich zu reproduzieren. Dann ist aber auch deutlich, dass diese freie Bewegung einerseits zwar die liberale Verfassung kapitalistischer Herrschaft meint, die freie Konkurrenz der Wareneigentümer in den Vermittlungsformen des modernen Rechtsstaats, aber ebenso ist klar, dass es diese freie Bewegung in Wahrheit gar nicht wirklich jemals gegeben hat. Als freie Bewegung, wirklich also im Sinne von Hegels Vernunftbegriff. Aber doch, so weit hat es sie gegeben, dass darin ein Versprechen wirklicher versöhnter Vielfalt möglich war, einer von Staat und Kapital freien Gesellschaft oder, um Max Horkheimer zu zitieren, einer vom Racket freien Gesellschaft. Nur wird dieses Glücksversprechen, dass da die kritische Theorie in Hinblick auf die Möglichkeiten, die von der bürgerlichen Gesellschaft geschaffen wurden, formuliert wurde, dieses Glücksversprechen wird schal und aus der versöhnten Vielfalt ein unerträgliches phötonistisches Geschwätz, wo es nicht im selben Atemzug die bestimmteste Analyse und Kritik der aktuellen Gewaltverhältnisse im Politischen beinhaltet. Und dem möchte ich mich jetzt im zweiten Teil meines Vortrags widmen. Aus dem wiedererwachenden Nationalismus ohne Nation, aus dem faschistischen Block der Staaten der alten europäischen Welt mit den sogenannten unterentwickelten Völkern, wovon Horkheimer und Adorno gesprochen haben, ist mittlerweile der Dschihad und die Kollaboration mit ihm geworden. Wie viel Neumanns Begriffe, die er in der Analyse des Nationalsozialismus entwickelte, zur Analyse etwa der Islamischen Republik Iran beitragen können, ohne dass darum Nationalsozialismus und Islamische Republik gleichzusetzen wären, wie viel diese Begriffe zur Analyse der gegenwärtigen Herrschaftsformen im Iran beitragen können, von der heute die größte Gefahr für Israel ausgeht, das wäre im Einzelnen überhaupt erst zu zeigen. Und das habe ich dann in einem späteren Buch bereits versucht, zu beginnen, das zu zeigen. Und zwar ist das das Buch Der Wahn vom Weltsouverän aus dem Jahr 2009. Die größte Gefahr geht gerade von dieser Islamischen Republik aus, weil sie nicht nur dem Selbstmordattentat eine eigene kontinuierlich existierende Basis schafft, man denke nur an die Aktivitäten an die weltweiten Aktivitäten der iranischen Revolutionsgarden, auch etwa was die Belieferung der Hamas betrifft, über die Hisbollah organisiert in Syrien, die ja jetzt sozusagen ihre Wirkungen zeigt in der Auseinandersetzung im Gazastreifen, nicht nur weil die Islamische Republik auf solche unmittelbare Weise eine kontinuierliche Basis geschaffen hat für die Verbreitung des Selbstmordattentats, sondern weil es das Selbstmordattentat in dieser politischen Gestalt zugleich zurückversetzt hat in ein völkerrechtlich anerkanntes Subjekt, eben die Islamische Republik, als wäre diese Republik ein Staat und kein Unstaat, als wäre sie keine Anarchie und kein Chaos, sondern ein Staat, mit dem man in aller Ruhe verhandeln kann. Gelangt diese Republik in den Besitz der Atombombe, so ist aber klar, dass sie diese Waffe ganz im Sinne eines Selbstmordattentats auch einsetzen kann, also ohne Rücksicht auf den Schutz der eigenen Bevölkerung.
Und zwar wie in der ersten Welle der Selbstmordattentate direkt gegen Israel. Schon im Krieg gegen den Irak in den 1980er Jahren hat diese Islamische Republik im Einsatz ihrer Kindersoldaten es vermocht, das Selbstmordattentat gewissermaßen zu verallgemeinern. Einerseits zu einer militärischen Strategie im großen Maßstab zu machen und andererseits zugleich als die Ideologie des ganzen zu führenden Kriegs zu propagieren, als Märtyrerideologie, welcher, wie gesagt, der Schutz der eigenen Bevölkerung nichts mehr gilt. Die gleiche Strategie, die gleiche Propaganda, die gleiche Ideologie hat man natürlich jetzt auch, was die Hamas betrifft, in ihrer Auseinandersetzung mit Israel. Es geht wohlgemerkt nicht darum, hier Nationalsozialismus und Islamismus oder Islam gleichzusetzen, sondern von der richtigen Analyse dessen auszugehen, was in Deutschland geschah, um überhaupt erst Begriffe für den politischen Impetus derer zu gewinnen, die sich zum Dschihad bekennen. Und darum möchte ich, um das klar zu machen, um auch die Unterschiede herauszuarbeiten, möchte ich noch ein wenig Nationalsozialismus und Dschihad eng führen. Wie gesagt, ich habe das in meinem Buch Der Wahn vom Weltsouverän bereits begonnen, diese Engführung, und ich kann da jetzt auch auf einiges daraus zurückgreifen. Der Nationalsozialismus, schrieb Franz Neumann, ist kapitalistisch und antikapitalistisch zugleich. Er ist autoritär und antiautoritär. Er ist für und gegen das Privateigentum. Zu diesem Ergebnis kommt also Neumann, der durchaus, wie gesagt, von marxistischen Positionen ausgegangen ist, um nachzuweisen, dass eben der Nationalsozialismus ein kapitalistischer Staat ist, der wie alle kapitalistischen Staaten auf dem Privateigentum beruht und autoritäre Herrschaftsformen hervorbringt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt von Neumann gewesen. Und er kommt aber dann zu dem Ergebnis, der Nationalsozialismus ist kapitalistisch und antikapitalistisch. Er ist autoritär und antiautoritär. Er ist für und gegen das Privateigentum. Und dieser Widerspruch kann nicht weiter aufgelöst werden. Der löst sich auch in der Realität nicht auf, sondern der wird sozusagen exekutiert im Vernichtungsfeldzug. Das ist die einzige Form, diesen Widerspruch aufzulösen. Zwar bleibe das Privateigentum an Produktionsmitteln weitgehend unangetastet, sagt Neumann, so es sich nicht in den Händen jüdischer Eigentümer befindet, aber das allgemeine Gesetz und der Vertrag verschwinden systematisch durch willkürliche Maßnahmen der Bandenkollektive ersetzt. Die Gemeinschafts- und Führerideologie im Arbeitsverhältnis, das ja ein Vertragsverhältnis ursprünglich ist in der bürgerlichen Gesellschaft, bedient sich im Nationalsozialismus einer mittelalterlichen Terminologie, um zu verschleiern, dass die Rechte der Arbeiter mit der Zerstörung der Rationalität des individuellen Arbeitsvertrages völlig abgeschafft worden sind. Ein Zitat aus Behemoth ist das. Dass diese Abschaffung selbst ganz verschiedene Abstufungen kannte im Nationalsozialismus, vom Preisstopp bei den Löhnen über den Arbeitsdienst bis hin zur Zwangsarbeit, das gehört zur Physiognomie dieses Unstaats und zu dem Verlauf seiner Realisierung im Vernichtungsfeldzug. Das gehört essentiell zu einem politischen Gebilde, das, wie gesagt, in Rackets zerfiel und doch nicht zerfiel, solange alles auf den Vernichtungskrieg ausgerichtet wurde. Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte für diesen Krieg gegen die Juden, aufs äußerste beschleunigte Aufrüstung, aber eben industriell produzierte Aufrüstung im Namen des Führers, der hier an die Stelle Gottes oder an die Stelle von Gottes Sohn getreten war, von seiner Vorsehung jedenfalls besessen. Bei der politischen Theologie des Islam kehrt nun keineswegs die alte Form der Theokratie zurück, wenngleich die Figur des modernen Führers tatsächlich durch den Propheten Allahs ersetzt scheint.
auf den die dschihadistischen Akteure sich unmittelbar beziehen müssen, um selbst als Führerfiguren wirken zu können. Also da ist sozusagen die Einheit, die positive Einheitsstift, die positive, positiv natürlich immer unter Anführungszeichen, die positive einheitsstiftende Figur in erster Linie einmal der Prophet. Es ist im politischen System der Islamischen Republik Iran charakteristischerweise ja nicht so sehr der Präsident als der geistliche Revolutionsführer, nicht so sehr Ahmadinejad oder jetzt Rouhani, als Khamenei, insbesondere aber der verstorbene Khomeini, also die Revolutionsführer, die der alten nationalsozialistischen Führerfigur noch am nächsten kommen. Die allein Zusammenhalt stiftende Führerfigur ist hier als Prophet entrückt. Aber auch der nationalsozialistische Führer war ja in gewisser Weise entrückt, nicht? Entrückt, weil er über diesen Rackets stand, weil er sozusagen der einzige Punkt war, auf den sich alle beziehen konnten. Letztlich hat man es überall, wo der islamische Gottesstaat favorisiert wird, mit einem himmlischen Oberkommando der Rackets im eigentlichen Sinn zu tun, einem unaufhebbar ideellen Gesamtbandenführer, dessen Repräsentanten je nach Ort und Zeit wechseln können, ohne das Ganze in Frage zu stellen, was bei Hitler allerdings undenkbar war. Hier war die Führerposition tatsächlich an diese Person, an diese real existierende Person gebunden. Das ist durch die religiöse Struktur des Dschihad natürlich anders geworden. Hier gibt es den Propheten als himmlische Führerfigur. Aber ganz wie der nationalsozialistische Führer, und hier gehört der Prophet plötzlich unmittelbar zur politischen Realität, ist er eben nur der positive Ausdruck des totalen Feinds, der vernichtet werden soll, des totalen Feinds, der die Banden ebenso zusammenhält wie zur Expansion treibt. Um Karl Schmitt zu zitieren, er ist der positive Ausdruck der vorherbestehenden, unabänderlichen, echten und totalen Feindschaft, der Feindschaft gegenüber den Juden. Karl Schmitt hat das Mitte der 30er Jahre so formuliert, um sozusagen die Notwendigkeit des totalen Kriegs erklären zu können. Denn, wie er sagt, zu einem totalen Krieg braucht man einen totalen Feind. Und der muss vorherbestehend bestimmt sein, unabänderlich, echt und total. Und genau das entsprach sozusagen der antisemitischen Projektion vom Judentum. Nicht? Es handelt sich hier um eine Weltverschwörung der Juden. Und egal wie die Juden sich auch verhalten, sie bleiben der totale Feind. Deshalb die Bezeichnung vorherbestehenden und unabänderlichen Feindschaft. Damit hängt natürlich zusammen, damit, dass es sich hier beim Führer um den positiven Ausdruck dieser Feindschaft handelt, damit hängt zusammen, dass es lebensgefährlich war, den Führer zu karikieren oder Witze über ihn zu machen unter bestimmten Umständen, in einer bestimmten Situation, so wie es eben auch lebensgefährlich sein kann, den Propheten zu karikieren. Das ergibt sich ganz unabhängig vom religiösen Bilderverbot des Islam aus der politischen Konstellation selbst. Die Gemeinsamkeit zwischen dschihadistischem und nationalsozialistischem Wahn besteht zunächst aber in dem Willen, Formlosigkeit oder Strukturlosigkeit herzustellen, um wieder Neumann zu zitieren. Das ist das Prinzip so unterschiedlicher Verbände in so verschiedenen Ländern wie Muslimbruderschaft und ISIS, Hisbollah und Al-Qaida, Hamas und Taliban, sudanesischer Reitermilizen und tschetschenischer Rebellen. Am signifikantesten aber ist diese Gemeinsamkeit dschihadistischer Gruppen eben gerade dann, wenn sie selbst vordergründig staatstragend auftreten, wie die schon erwähnten Revolutionsgarden im Iran, die Pasdaran. Sie stehen ja auch neben dem Staat. Sie sind ja sozusagen eine militärische Gruppierung, die ganz unabhängig vom regulären Militär der Islamischen Republik existiert.
Es gibt auch hier sozusagen nur ein gemeinsames Oberkommando, das ist in diesem Fall der Revolutionsführer. Ansonsten ist nichts, gibt es keine geregelten Beziehungen zwischen beiden Militärgruppierungen. Die Pastoran sind also in dieser Hinsicht durchaus mit der SS vergleichbar, die ja auch sozusagen ganz unabhängig von der Wehrmacht existierte, und diese Unabhängigkeit hat sich durch die ganzen Jahre des Nationalsozialismus nicht geändert. Die Pastoran, die Revolutionsgarden, besitzen nicht nur diese gigantischen militärischen Ressourcen, sondern auch ein unabhängiges Wirtschafts- und Wohlfahrtsimperium, dessen Verzweigungen im internationalen Raum zu verfolgen sind. Und sie besitzen auch einen eigenen Geheimdienst. Ihre Spezialeinheit heißt übrigens Al-Quds und nennt mit der Moschee auf dem Tempelberg das Ziel solcher Art Revolution, nämlich die Zerstörung Israels. Aber Pastoran ist, wie gesagt, nur eine unter vielen Gruppierungen. Zu erwähnen wären auch die Basiji, aber auch die iranische Hisbollah. Wie überhaupt nach der Revolution von 1979 sich beobachten lässt, wie hier eine Gruppe nach der anderen, eine Instanz, eine Organisation nach der anderen gegründet wurde, Stab oder Stiftung genannt, den Märtyreraktionen wie der sozialen Frage verpflichtet. Ich erwähne hier nur einige: Stab für das Märtyrergedenken der internationalen islamischen Bewegung, Stab für Soforthilfe, Stiftung der Armen, Stiftung der Märtyrer. So sieht das dann aus, weil ein Racket im klassischen Sinn, also so wie es Max Horkheimer den Begriff geprägt hat, ist nicht nur eine Bande sozusagen, in dem Sinn, dass hier Beute gemacht werden soll, sondern bildet zugleich auch so etwas wie einen Wohltätigkeitsverein. Das ist auch der ursprüngliche Sinn übrigens des Begriffs Rackets. Im Gangstermilieu Racket war ursprünglich sozusagen eine Bezeichnung für Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sieht man sich nun die unmittelbaren staatlichen Instanzen der Islamischen Republik Iran an, also das, was neben diesem Pastoran, neben den Revolutionsgarden, neben den Basiji, neben der Hisbollah tatsächlich sozusagen als Staat firmiert, wobei sich natürlich sofort, wenn so ein Nebeneinander existiert, auch der Staat in Banden zerfällt. Nicht? Der Staat kann seinen Charakter nicht beibehalten als Souverän, wenn neben ihm, unabhängig von ihm, ein Machtzentrum existiert. Und das heißt, auch der Staat, das war im Nationalsozialismus natürlich auch sofort zu beobachten, auch der Staat zerfällt dann sofort in Gangs, und die Wehrmacht war auch nichts anderes als ein solches Racket. In dem Moment, wo die Wehrmacht neben der SS existierte, verwandelte sie sich selbst in ein Racket. Unter dem geistlichen Führer, dem Revolutionsführer im Iran, steht ja nicht nur der Präsident und der islamische Versammlungsrat, das Quasi-Parlament und die Staatsministerien, sondern auch der Wächterrat, die Versammlung zur Erkennung der Systeminteressen, der Oberste Rat der nationalen Sicherheit, der Expertenrat, das Exekutivkomitee der Wahlen und die Zentrale Beobachtungskommission, sowie neben den einzelnen Ministerien 23, sage und schreibe, 23 permanente Kommissionen existieren, namentlich die Kommissionen für die revolutionären Institutionen, für die Untersuchung der Gesetze des Revolutionsrates und so weiter und so fort. Was hier als Untersuchung, Beobachtung, Erkennung und so weiter firmiert, kann nichts anderes als Rivalität zwischen den Gruppen sein, zwischen den Machtzentren sein, solange es kein abstraktes, auf Gleichheit beruhendes Recht gibt. Also Rivalität sozusagen verstanden als ungeregelte Konkurrenz, als nicht institutionalisiertes Konkurrenzverhältnis, kann nichts anderes sein, weil es eben kein abstraktes, auf Gleichheit beruhendes Recht gibt, auf das jedwede Kontrolle sich doch beziehen muss. Was die genaueren Strukturen der Islamischen Republik betrifft, so kann ich hier empfehlen das Buch von Wadat Haq. Inzwischen gibt es zwei von ihm.
worin er diese Formlosigkeit gewissermaßen herausgearbeitet hat, soweit das überhaupt möglich ist. Im islamischen Verfassungsstaat ist die Gewaltenteilung nur der Schein. Also es gibt sozusagen, er nennt sich ja auch islamischer Verfassungsstaat und behauptet mit diesen verschiedenen Instanzen so etwas wie eine Gewaltenteilung zu haben. Aber das ist natürlich nur Schein, weil es dieses auf Gleichheit beruhende Recht nicht gibt. Und das ist der Schein, hinter dem sich die reale Dissoziation des Gewaltmonopols verbirgt. Am charakteristischsten ist dafür natürlich die Zersplitterung der Gerichtsbarkeit. Das ist ganz symptomatisch. In der Islamischen Republik sind oberster Gerichtshof, Zivil- und Strafgerichte durch die Sondergerichte, die es gibt, von vornherein ausgehebelt. Und jeweils unabhängig fungieren neben den Militärgerichten die Revolutionsgerichte. Und das ist die Jurisdiktion der Revolutionsgarden und der Basiji. Dann gibt es noch den Gerichtshof für die Gerechtigkeit der Bürokratie, das Sondergericht für den Klerus, die Pressegerichte und so weiter. Auch da kann man Parallelen ziehen, wenn man sich die Studien vor allem von Otto Kirchheimer ansieht. Das ist ein Theoretiker, der aus dem Umfeld der kritischen Theorie, der ganz ähnlich wie Franz Neumann den Nationalsozialismus analysiert hat, und der hat sich besonders darauf konzentriert, die Zersplitterung der Gerichtsbarkeit im Dritten Reich zu untersuchen. Nun, wie man weiß, beruht aber die Islamische Republik auf ganz anderen, abstrakt betrachtet, auf ganz anderen ökonomischen Voraussetzungen als der Nationalsozialismus, als das Dritte Reich. Was die Islamische Republik Iran betrifft, so sind das vor allem die Renditen aus dem Erdölgeschäft, die dem Ganzen zugrunde liegen und das Ganze finanzieren. Diese Renditen aus dem Erdölgeschäft erlauben eine gänzlich andere politische Ökonomie des Rackets als im Nationalsozialismus. Und statt industrieller Aufrüstung, die ja charakteristisch war für die Entwicklung des Nationalsozialismus in den 30er Jahren, statt industrieller Aufrüstung und riesiger Militärapparate genügen dem neuen Gottesurteil eines totalen Kriegs Märtyrerbrigaden und Selbstmordattentäter und eine einzige Bombe. So könnte man vielleicht sagen, die Islamische Republik ist so etwas wie die Wiederkehr der Werwolf-Romantik aus den letzten Tagen des Dritten Reichs, wo es auch nicht mehr diese industrielle, bürokratische Basis gab und wo alle den Traum von der Wunderwaffe, diesem Traum von der Wunderwaffe nachhingen. Auch der islamische Unstaat ist allerdings kapitalistisch und antikapitalistisch zugleich. Er ist autoritär und antiautoritär zugleich, aber er ist es auf andere Weise und das hat mit dieser veränderten ökonomischen Lage zu tun. Seine Stellung zum Privateigentum an Produktionsmitteln ist insofern verändert, als es dieses Privateigentum in Gestalt industrialisierter Produktionsverhältnisse nur in geringem Maß überhaupt gibt. Es handelt sich ja um einen Rentierstaat, wie man das auch genannt hat. Das allgemeine Gesetz und die modernen Vertragsbedingungen sind auch hier verschwunden, wie im Nationalsozialismus. Hier aber, soweit die Scharia regiert, die willkürlichen Maßnahmen der Rackets und die Gemeinschaftsideologie bedienen sich auch hier einer mittelalterlichen feudalen Terminologie, könnte man sagen. Aber all das zielt nicht so sehr aufs Arbeitsverhältnis wie im Nationalsozialismus, als auf dessen unmittelbare Voraussetzung auf der Seite des Subjekts, nämlich die individuelle Reproduktion. Die individuelle Reproduktion in der Familie. Der Zwang zur Arbeit, die Zwangsarbeit, wenn man so will, scheint wieder auf den häuslichen Bereich konzentriert
Und in diesem eingeschränkten Sinn wird vorgeblich die Frau als freiwillige Zwangsarbeiterin gefordert, wofür das Kopftuch steht, also die Verschleierung. Es ist jedoch Zwangsarbeit in der Reproduktion dessen, was nicht mehr gebraucht wird, die Arbeitskraft. Reproduziert wird im Idealfall des Dschihad auch nicht die Arbeitskraft, sondern die Kraft für Märtyreroperationen. Es handelt sich also im Vergleich zum Nationalsozialismus um eine ganz andere Form der Krisenbewältigung. Nicht? So viele Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Ich weiß nicht, was Sie damit machen. Ich verstehe das nicht. Ja, wir können dann darüber diskutieren. Alles ziemlich sehr dünn. Sie bedenken sich ja ganz dünn. Ja, dafür ist dann in der Diskussion Zeit. Das ist immer trächtig. Ich bitte mich nicht zu unterbrechen. Darum macht man die Reproduktion zur öffentlichen, die individuelle Reproduktion, die Reproduktion zur öffentlichen Angelegenheit und zum Gegenstand der Propaganda. Die Frau wird in den Mittelpunkt gerückt und ins Visier genommen. Sie wird zur Institution, wie das Fatih Naguibzadeh ausgedrückt hat in einem sehr lesenswerten Essay über die Institution Frau in der Islamischen Republik Iran. Weil die Frau es ist, die dem Unstaat die Märtyrer liefert. Darum wird sie zur Institution. Und sollten die Frauen gerade in den Familien, im Privaten, einen Freiraum zur Entfaltung irgendwann bereits gewonnen und den Schleier, das Kopftuch abgelegt haben, wie gerade in Teilen der iranischen Gesellschaft, dann ist der Druck, der von den Rackets in der Öffentlichkeit auf sie ausgeübt wird, umso größer. In der Öffentlichkeit, also auf der Straße. Da ist es dann die Frage nicht, dann bleibt es dem Zufall überlassen, ob sich gerade irgendein Racket von Tugendwächtern zeigt, in dem Moment, wo man den Schleier nicht so trägt, wie es vorgeschrieben ist oder wie jedenfalls gerade dieses Racket glaubt, dass es vorgeschrieben ist. Homosexuelle werden darum auf durchaus andere Weise verfolgt als im Nationalsozialismus. Im Nationalsozialismus wurden sie sozusagen unter schweigender Zustimmung der Volksgenossen, verschwanden sie unter schweigender Zustimmung der Volksgenossen in den Lagern, soweit sie das überhaupt irgendwie öffentlich zeigten. In den islamischen Gesellschaften der Gegenwart werden sie wie alle, die der oktroyierten Ordnung der Geschlechter zuwiderhandeln, bevorzugt öffentlich hingerichtet. Andererseits gibt es hier für Mord und Totschlag häufig weder Todesstrafe noch Gefängnis, sondern Entschädigungszahlungen. Das heißt, auf den Leib, der verletzt und getötet wird, kommt es eben durchaus nicht an. Mit den Menschen wird demonstrativ verfahren, als ob es keine Arbeitskraft, als ob es keine wahre Arbeitskraft gäbe. Der menschliche Körper daher nichts wäre. Das ist es, was hier zur Schau gestellt wird, besonders einprägsam, wenn die Menschen an Baukränen erhängt werden, wie es in der Islamischen Republik bevorzugt praktiziert wird. Also da sieht man, denke ich, ganz deutlich die ganz unterschiedlichen Voraussetzungen für sehr ähnliche politische Strukturen und diese unterschiedlichen Voraussetzungen, die eben etwas mit dem Charakter der Krise zu tun haben, mit den Bedingungen dieser Krise, ob die Krise, die kapitalistische Krise eben in einem entwickelten industriellen Land wie Deutschland ausbricht oder in einem Land, das wie der Iran im Wesentlichen von Einnahmen aus dem Erdölgeschäft lebt. Das führt zu ganz anderen Formen dessen, was an die Stelle des Rechts tritt. Und trotzdem lässt sich in den politischen Strukturen selber nicht, in der Differenz zur bürgerlichen Gesellschaft, in der Differenz zu den Vermittlungsformen, die in der bürgerlichen Gesellschaft geschaffen worden sind, die Gemeinsamkeit erkennen. Und so nur ist ein Vergleich überhaupt sinnvoll, wenn man die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten herausarbeitet. Der Dschihad braucht eben keine industrielle Produktion als Übergang zur Vernichtung.
während der Nationalsozialismus gerade auf diese industrielle Produktion gesetzt hat, nicht um die Krise zu bewältigen, sondern um sozusagen aus der Krise heraus den Vernichtungsfeldzug eröffnen zu können. Der Dschihad hingegen braucht nur Sprengstoff, Raketen. Die Raketen, die kann er auch importieren, etwa aus Nordkorea, und die Bombe. Statt wirkliche Industrie in Gang zu setzen, geht er sozusagen gleich zur Industrie des Todes über, um einen Ausdruck von Hassan al-Banna zu verwenden, dem Gründer der Muslimbruderschaft. Und da treffen sich dann wieder die nationalsozialistische Volksgemeinschaft und die dschihadistische Gemeinschaft. Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, hier den Vergleich zu machen, weil es hier die entscheidende Gemeinsamkeit gibt. Hier treffen sich die Volksgemeinschaft und die dschihadistische Gemeinschaft auch im Hinblick auf das Kapitalverhältnis. Die Volksgemeinschaft kannte zwar noch andere, bürokratischere und industrielle Methoden der Vernichtung, aber in beiden Fällen geht es, das zeigt sozusagen das Selbstmordattentat, das gewissermaßen den Zweck in sich trägt, es geht darum, den Gegensatz der Ware, den Gegensatz von Tauschwert und Gebrauchswert am eigenen Leib aufzulösen. Das hat die Opferideologie des Nationalsozialismus mit der Opferideologie des Dschihad gemeinsam. Und darum auch das gemeinsame Moment der politischen Formlosigkeit oder Strukturlosigkeit, wie das Franz Neumann genannt hat. Einerseits die Opferideologie, sozusagen man muss bereit sein, das Leben zu opfern, um den totalen Feind zu vernichten, und andererseits diese Formlosigkeit im Politischen selber. Das Individuum muss jederzeit bereit sein, den von ihm dargebotenen Gebrauchswert, die Arbeitskraft, auszulöschen, als Opfer, das für Nation und Glaubensgemeinschaft zu bringen ist, im Kampf mit dem Gegenvolk. Das heißt, in beiden Fällen gibt es den totalen Feind. Nur, dass dieses Gegenvolk inzwischen eben eine andere politische Form angenommen hat und nun als der Jude unter den Staaten verfolgt wird, nämlich Israel. Der Vernichtungswahn stellt sich dementsprechend um. Wurden die Juden im Dritten Reich von Angesicht zu Angesicht verfolgt, werden sie nun als Staat namhaft gemacht und mit Vernichtung bedroht. Das meint ja die Formulierung der Jude unter den Staaten, die von Leon Poljakow stammt. Im islamischen Land dürfen sie leben, so auch in der Republik Iran, in der Islamischen Republik Iran, solange sie mit diesem, unter Anführungszeichen, zionistischen Gebilde keine Verbindung haben. Wird aber diese Verbindung ruchbar, dann droht ihnen natürlich der Tod. Und wie sich das Aufbegehren der Arbeiter im Dritten Reich allein darin hätte zeigen können, mit der pathischen Projektion des Judenhasses zu brechen und die Vernichtungsmaschinerie zu stoppen, so kann heute der Protest gegen die Entrechtung von Frauen und die Verfolgung von Homosexuellen nur zusammen mit dem Engagement für Israel zu wirklichem Widerstand werden. Umgekehrt, und damit komme ich zum Ende, umgekehrt kann Solidarität mit Israel aber auch nicht heißen, dass man sich bedingungslos auf die Seite des Gewaltmonopols, auf die Seite der Souveränität und des Rechtsstaats oder eben mit Hobbes gesprochen auf die Seite Leviathans schlägt. Vielmehr, und dazu hat nun die kritische Theorie von Anfang an auch Entscheidendes beigetragen, kann gerade dem Recht und dem Staat, der bürgerlichen Gesellschaft, selbst durchaus nicht getraut werden, als einer Instanz, auf die sich die Vernunft verlassen könnte. Das zeigt nun die Entwicklung des Appeasements, nicht nur in der Europäischen Union, die übrigens selbst so etwas darstellt wie eine demokratische Form der Auflösung von Souveränität, sondern das zeigt auch die Entwicklung in den USA unter der Administration von Obama. Gerade Adorno und Horkheimer, auch zum Teil
gegen Neumann gewandt, haben immer wieder auf diese Dialektik der Aufklärung hingewiesen, so heißt ja auch ihr berühmtes Buch, etwa zur selben Zeit entstanden, begonnen wie Franz Neumann seine Studie zum Nationalsozialismus, diese Dialektik der Aufklärung, die auch aufs Politische bezogen werden muss. Und hier könnte in diesem Sinn von einer Dialektik der Souveränität gesprochen werden. Und in einem neuen Buch, an dem ich gerade arbeite, geht es sozusagen um diese Dialektik der Souveränität, geht es um eine Kritik des politischen Engagements, die eben darin besteht, dass man sozusagen das Misstrauen systematisch einübt, was die Möglichkeiten betrifft, mit Hilfe des Staats den Unstaat zu bekämpfen. Das bedeutet, dass die Staatsraison, der Vernunftbegriff, der sich am Staat orientiert, mit dem Zerfall des Staats in Rackets einhergehen kann und in letzter Instanz eigentlich immer einhergeht. Das heißt, es gibt keine absolute Trennung zwischen Leviathan auf der einen Seite und Behemoth auf der anderen Seite. Auch der Rechtsstaat wird diese andere Seite, diese seine andere Seite, den Racket-Staat niemals vollständig los. Und es verbietet sich darum ein politisches Engagement in dem Sinn, dass dieses Engagement das Politische selbst als ein Positives begreift. Was also nötig ist, ist durchaus weiterhin Staatskritik. Staatskritik, verstanden als ein Engagement im Sinne der negativen Dialektik Adornos, und zwar im Sinne des berühmten kategorischen Imperativs, wie ihn Adorno in der negativen Dialektik formuliert hat, imstande der Unfreiheit denken und handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Wie kann ein Engagement in diesem Zusammenhang formuliert werden, nicht? Ein Engagement, das das Politische nicht als Positives setzt, das in dem Sinn kein politisches Engagement sein kann. Engagement für einen bestimmten Staat oder für bestimmte Verhältnisse innerhalb der Staaten, für Rule of Law, für rechtsstaatliche Verhältnisse, ist so lange kein politisches Engagement, keine Apologie des Kapitals, als es sich in letzter Instanz ex negativo versteht. Und in diesem Sinn möchte ich einen praktischen Imperativ formuliert wissen. Etablierung und Verteidigung jeder einzelnen Vermittlungsform, wie sie unabdingbar Kapitalverhältnis und bürgerliche Gesellschaft Rechnung tragen, also die rechtsstaatliche Form als Vermittlungsform, Rule of Law, diese Etablierung und Verteidigung solcher Vermittlungsformen niemals nur als Zweck zu begreifen, der das schlimmere barbarischen vorkapitalistischen Zwangs verhindere, sondern, wie indirekt auch immer, zugleich als Mittel, die Juden gegen die Antisemiten, den Staat der Juden gegen dessen Feinde zu unterstützen. Dieser praktische Imperativ lässt, was die Umsetzung betrifft, an Eindeutigkeit, denke ich, wenig vermissen, denn wie zerfallen sie auch sein mögen, ob asymmetrisch agierende Terroristen oder völkerrechtlich anerkannte Staaten, die politischen Kräfte, die zuallererst abgewehrt werden müssen, bringen sich doch immer selbst auf einen Nenner, und der lautet Vernichtung um der Vernichtung willen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, und jetzt kann dann auch die Diskussion beginnen.